Die Erzeilige Canuset. Vor vielen Jahren, gegen Ende der dunklen Zeiten, lebte ein Mädchen mit dem Namen Canuset. Sie war von der Göttin der Weisheit gesegnet und dürstete danach, jegliches von ihr verborgenes Wissen zu ergründen. Ihr ganzes Wesen war der Herrin Hesinde wohlgefälligst und Canuset hatte die Aufmerksamkeit der Göttin auf sich gelenkt. So geschah es, dass die Herrin sie auswählte, ihren Willen zu verkünden. Denn schon lange zürnte die Göttin der untreuen Gläubigen, die es sogar gewagt hatten, einen Götzen in den Allen der Weisheit Einzug halten zu lassen. Isinde offenbarte das ihre treuen Jüngerin und trug ihr auf, ihre Worte in Stein zu meißeln, auf dass sie die Ewigkeiten überdauerte und jedermann den rechten Weg wies. Canuset lenkte den Blick und sprach: Vergib mir, Erin, nur zu gern würde ich tun, was du mir aufträgst, doch bin ich gänzlich unvertraut mit Steinbearbeitung. Ich kann deinen Willen nicht ausführen, ich bin deiner unwürdig. Doch die Göttin lächelte nur und sprach: So will ich es dich lehren. Sie ergriff die Ende des Mädchens und führte Ammer und Meißel so, dass ein formvollendetes Relief entstand. Und Canuset fühlte, wie das Wissen eines Steinmetzen ihren Leib durchströmte. Fühlte den Meißel wie einen alten Vertrauten in ihrer Hand und den Schlag des Hammers wie den Schlag ihres eigenen Herzens. So offenbarte die Erin ihre Sinne, ihre Getreuen, die göttlichen Gebote und Canuset übertrug sie gewissenhaft in den Stein, auf dass sie die Verwirrten gemahnten und den Pfad der Tugend zurückkehrten und ihr nicht wieder zu verlassen. Als die Göttin geendet hatte, hatte Canuset ein wahres Meisterwerk geschaffen, vom Geist der reinen Wesenheit und der vollendeten Künste durchdrungen. Die Erin Isinde trug sie, ihre Getreuen auf, die Tafel nach Kuslik in die Allen der Weisheit zu bringen und sie dort den Geweihten zu übergeben. Doch die Göttin wollte ihren Priestern ein letztes Mal prüfen und Canuset erfüllte getreu den Willen der Erin. Doch der alte Hochgeweihte lachte, als er das junge Mädchen mit der steinernen Tafel sah und wandte sich wieder dem Götzen zu, der den Platz der Göttin eingenommen hatte. Da entbrannte Canuset im gerechten Zorn. Mit funkelnden Augen blickte sie auf das Abbild des Götzen. Da begann es zu beben, bis es schließlich von seinem Sockel stürzte. In tausend Stücke zerbrach das Abbild und das junge Mädchen stand inmitten der Trümmer. Auszug aus der heiligen Urfassung des Buches Annalen des Götteralters, verwehrt in den Hallen der Weisheit. Ulamin stürmt gerade mit gezogenem Säbel unter Deck. Das lange Haar und der schwarze Morgenmantel flattern und der Stoff ist so ein bisschen verrutscht, dass man noch die blutigen Verbände um ihren Bauch sehen kann. Aber der Heiltrank scheint seine Wirkung gezeigt zu haben, denn bei dem Tempo, das sie vorlegt, sieht nicht so aus, als würde sie sich von irgendwem oder irgendwas aufhalten lassen wollen. Im Treppenaufgang vor Canusetianas Alchemiestube steht Yalan an der Wand gelehnt, sieht immer noch leicht grün und die Nasenspitze aus. Er wird auf Zudamin aufmerksam, als er ihn unterpoltert. Oh, ihr seid wieder auf den Beinen. Yalan. Haben wir Andringlinge an Bord? Ich muss zu Canusetiana. Ja, aber mir und Boltag sind gerade da. Was gibt's denn? Ich muss ihn etwas fragen. Na gut, ich wollte sowieso noch mit ihm reden. Ich habe diese Quanione. Das kann wohl warten. Ja, und er lässt dich dann sich vorbeitreten und geht hinter dir mit an die Tür. Ja, Zulamin geht an Yalan vorbei und reißt die Tür auf. Also, wenn Boltax sie nicht irgendwie blockiert hat. Nö, hab ich nicht. Er steht dann wahrscheinlich direkt da drin. Ja, wenn ihr eintretet, könnt ihr nicht nur Boltax und Abelmir erkennen, die dort mit dem Rücken zu euch stehen, sondern auch gerade Canusetiana, wie er sich gerade abgebeugt hat und aus einer seiner großen Truhen ein Buch herausgeholt hat, was er dann sorgsam, glattstreichend auf den Tisch vor ihm legt. Oh je, hier ist es aber voll drin. Oh je, noch mehr. Was ist denn... Zulamin drängt sich zwischen euch durch und schaut Canusetiana mit flammendem Blick an. Den Säbel so halb erhoben. Ich habe das Gefühl, ich habe was falsch gemacht, Herrin Zulamin. Ihr habt das Gefühl? Gebt mir mein Tagebuch zurück. Ich hab es nicht.
Sagt mir noch einmal ins Gesicht, dass ihr das nicht tun könnt, weil ihr nicht wisst, wo es ist. Zulamin, jetzt, worum geht es denn überhaupt? Ich habe es nicht. Ich möchte gerne Menschenkenntnis auf ihn würfeln. Gerne. In die Box. Ich würfle mit einer 2er Erleichterung, weil das ein Mirakel-Plus-Talent für mich ist. Und dein Gutaussehen und Wohlklang geht da natürlich auch mit rein, weil das ein Gesellschaftstalent ist. Ergibt zwar keinen Sinn, aber Regeln sind Regeln. Das wäre mir neu. Das habe ich bei Menschenkenntnis bisher nie angerechnet. Bei Menschenkenntnis, also bei Überreden, Überzeugen, ja. Bei Menschenkenntnis, nein. Sehe ich, aber im Regelwerk steht eben auf alle Gesellschaften. Ja, das ist eine sehr schwammige Regel. Habe ich tatsächlich sogar in den Hausregeln auch festgelegt, worauf. Okay, du betrachtest ihn und so wie er es eben gesagt hat, ist das keine Lüge. Sulaimin, jetzt erklärt uns doch erst einmal, was hier Sache ist. Wollen wir uns nicht alle erst einmal beruhigen? Warum? Ja, Boltax, du merkst, wie Jana nicht von hinten ein bisschen nach vorne schubst, damit er die Tür hinter sich zumachen kann. Verzeiht, ich bin gerade etwas überfordert. Können wir ein Problem nach dem anderen lösen, bitte? Ihr seid ein verdammter Ketzer, ein Dämonenpaktierer. Bin ich nicht. Ihr seid ihr wohl. Aber mir ist eine ernsthafte Anschuldigung. Seht diesen Spiegel. Dies ist eine Anrufung des Herrn der Illusion. Aber ich wollte des verbotenen Wissens. Aber seht das Buch, ihr wolltet das doch sehen. Das macht euch nicht weniger schuldig. Er ist ein Paktierer? Dafür gibt es keinen Beweis. Ich erkenne, dass es Zayat ist. Ja, hast du Zayat? Ja, deswegen habe ich auf Zayat gewürfelt. Ah, okay. 5 Sternchen. Okay, ja, ich habe halt auf, ist ich hab's Zayat, auf 0, das reicht, um zu erkennen. Es ist Zayat, mehr wollte ich auch es nicht. Es ist Zayat, mehr weißt du nicht. Das sieht wie Zayat aus. Kanazetiana, erklärt euch. Aber das ist doch das, was ich gerade sagen wollte. Die astralen Geheimnisse. Niobara von Antiopal, sie hat es geschrieben. Es ist ein Buch, ein Foliant. Ich habe es aus Elborum und nun, es offenbart sich eben erst in Etappen. Und nun stehen die Sterne wohl so richtig, dass es ein weiteres Geheimnis preisgibt. Moment, war das nicht auch das Buch, was wir aus Niobaras Turm geholt haben? Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr dort die Sterntafeln geborgen. Gemeinsam mit den Sterntafeln verbinden die astralen Geheimnisse ein besonderes, einen theoretischen Hintergrund. Nichtsdestotrotz wisst ihr, was ihr getan habt. Nun, aber es ist doch nicht strafbar, die Glyphen es von Es ist nicht Fran strafbar, Hunger. Den Namen des dämonischen Täuschers hier zu führen, ihn in einen Artefakt zu binden. Aber ihr führt sie in euren Zaubern, die ihr sprecht. Boltax, ist das denn ein Artefakt? Völlig anders. Ihr zaubert auf Zayat und ruft dann ihren erzdämonischen Namen an. Das ist doch nichts anderes. Wollt ihr das vergleichen? Ich habe es überprüft. Der Spiegelrahmen ist nicht magisch. Aber mir... Der Spiegel ist noch nicht fertig. Das stimmt allerdings auch. Ketzer wollte bestimmt Narrenglas einsetzen. Wo soll ich das denn herzaubern? Aus der gleichen Quelle, aus dem ihr euer Kraft schöpft? Ich bin Alchemist, mein Herr. Ihr seid Paktierer für mich. Warum atmen wir nicht beide einen Moment lang tief durch? Und Abelmir, legt mir vielleicht... Seid bitte still. Abelmir, legt mir doch vielleicht klar die Beweise da. Jeder Paktierer muss über ein offenes Dämon mal verfügen und ich wüsste nicht... Das ist der nächste Schritt. Gemach, Kanazetianer. Ich verbürge mich, mein Herr. Seid wenigstens ihr vernünftig. Nun, wir kommen jetzt alle mal wieder. Wir werden der Sache ganz entspannt auf den Grund gehen. Die Wahrheit wird hier triumphieren. Seine Unterlippe fängt an zu beben. Nun, Abelmir, einmal bitte die Beweislage für uns alle. Nun, dort steht in Zayat geschrieben eine Einladung in die Domäne des Herrn des verbotenen Wissens. Und daran bist du dir sicher? Ja. Was genau steht dort? Ich kann es nicht lesen. Nun, ich nutze einen Zauber, um diese Schrift zu entziffern. Sie ist ein älterer Dialekt des Zayat. Also, wie eine Pforte des Grauens, nur in klein. Nein, ich würde es als ein Portal bezeichnen. Vielleicht auch nur eine Kommunikationsportal. Aber ihr habt doch selbst die dämonischen Namen angerufen und euch des Zayats benutzt, um diesen Zauber zu sprechen. Das hat recht, Abelmir. Du murmelst immer rechtlich seltsam vor dich hin. Ich benutze Zayat, ich benutze sicherlich nicht die Namen der Erzdämonen.
Was ihr genau habt, tut habt, dieser Spiegel denn, wenn er ihr habt Zayat benutzt, um meine nun höchstwahrscheinlich illegalen Sachen zu darzulegen? Also das ist doch eine Doppelmoral. Das ist keine Doppelmoral. Ich rufe ihn nicht an, um mehr Kraft zu erbitten. Nun, aber dort steht nichts von Erzdämonen. Also irgendwie hat er schon recht. Es ist ein bisschen Doppelmoral mit drin. Aber in dem Fall würde ich fast sagen, der Zweck heiligt die Mittel, nicht wahr? Nein. Was genau tut dieser Spiegel denn, wenn er erst einmal fertig ist? Kann er Zetiana? Ein astrales Geheimnis. Wie gesagt, er klopft auf das Buch, was vor ihm liegt. Du kannst es auch sehen, auf Tulamidia geschrieben, astrale Geheimnisse. Und welches Geheimnis genau seht ihr dann darin? Es geht um die Gegenwart und Prophezeiungen, dass sie untrennbar miteinander verbunden sind. Niobara sprach von einer Unschärferelation. Kanazitiana, sag mir bitte für mich verständlich, was dieses Ding, das ihr hier baut, tut. Ich möchte herausfinden, was es tut, nicht was ihr wollt. Ich weiß nicht, was es tut. Es offenbart uns das Wissen. Ich möchte zu Bahamuts Ruf erforschen. Ich muss doch nützlich sein, wenn der Sturm weiter beginnt, an diesem Schiff zu werkeln. Nun, es erscheint mir zumindest vernünftig. Ihr habt bisher jedes Mal auf mein Wissen zurückgreifen können. Es scheint vernünftig, den Herrn des verbotenen Wissens anzurufen, um ihn um Wissen zu erlangen? Es erscheint mir vernünftig, dass er nach Möglichkeiten sucht, mehr zu wissen, Abelmir. Dann soll er innerhalb seiner Parameter bleiben. Aber wenn die Bücher dazu nichts schreiben, dann muss ich die Zukunft befragen. Dann befragt ihr die Erzdämonen? Nein, die Zukunft. Dort steht es. Ihr befragt einen Erzdämonen und bittet ihn um Wissen. Abelmir, könnte ich euch mal einen Moment lang draußen sprechen? Sulamin behalte im Auge. Ich bleibe hier mit Sulamin. Nach dem, was ich bisher gehört habe, erscheint mir das gefährlich, aber es macht ihn nicht zwingend zu einem Paktierer. Aber ich will, dass er mir sagt, dass er nicht weiß, wo mein Tagebuch ist. Sagt es. Ja, ich weiß es nicht. Muss ich nochmal würfeln oder ist das Ergebnis das gleiche? Du kannst ihn nicht wirklich einschätzen. Also es klang nicht wie eine Lüge. Gut, dann schweigt Sulamin und beobachtet Kanizitiana nur stirnrunzelnd, ein bisschen lauernd. Ich würde das Buch mal aufschlagen, was er uns gezeigt hat. Ich kann zwar kein Tulamidia, aber ich kann gucken, ob ich die floralen Ornamentiken finde, die hier auf dem Spiegel zu finden oder auf dem Spiegel Also selbst der Einband ist in florale Muster gehüllt. Du kannst ein großes Pentagramm darauf erkennen und geschlungene Wellenornamentiken, die sich so im Fluss befinden. Und wenn du die erste Seite aufschlägst, kannst du auch erkennen, wie dort die Autorin aufgeführt ist, Niobara von Antiopal. Das ist also Niobara. Die sieht ja etwas verbissen aus. Naja. Ist das auf Tulamidia oder auf Urtulamidia geschrieben? Tulamidia. Okay, ja, dann kann ich es nicht lesen. Sulamin, ich kann das nicht lesen. Es tut mir leid. Zeig da mal. Bitteschön. Sulamin geht zu Boltax und steckt den Säbel jetzt erstmal wieder weg und schaut in das Buch. Ja, du blätterst ein bisschen durch, viel über die Geschichte, einige Passagen über Sternkunde, über Prophezeiungen, das Deuten von Zeichen. Und je weiter du blätterst, desto mehr hast du das Gefühl, dass deine Hände verschwimmen, die Sphären aus dem Buch in dich hineingreifen und du kurz einige Passagen von dir selber siehst, wie du dich in der Zeit zurückbewegst. Ganz merkwürdiges Gefühl, als würde es sich aus deinem Körper herauslösen. Und dann klappst du das Buch einmal wieder kurz zu. Du hast nicht das Gefühl, als wäre es dämonisch. Also es war kein unangenehmes Gefühl, einfach ein verschobenes Gefühl. Das ist kein profanes Buch. Es macht irgendetwas mit mir. Es scheint in erster Linie ein historisches Werk zu sein. Es geht auch viel über Sternkunde, was in Anbetracht der Autorin wohl kaum überraschen dürfte. Nun, es ist das Original aus der Bibliothek, was ich von den beiden Brüdern in Elberum erworben hatte. Ich glaube, das
richtige Original haben wir aus ihrem Turm. Nein, ihr habt die Sternentafeln geborgen. Aber nicht die astralen Geheimnisse, mein Herr. Doch, ich meine, wir hatten auch die astralen Geheimnisse bekommen. Also wir hatten auch das Buch dort gefunden. Eine Abschrift, aber nicht das Original. Ah, gut, nun gut. Sulamin, du sagtest, das Buch macht etwas mit dir. Viele, viele Geheimnisse in dem Buch sind weiterhin verborgen. Sie lassen sich erst zum richtigen Zeitpunkt lösen. Es greift nach mir. Es möchte mich glauben machen, dass es in Ordnung ist und sicher. Ich weiß, das funktioniert jetzt vermutlich nicht, aber ich würde gerne einen Blick auf das Wesen, auf das Buch wirken. Okay, Blick aufs Wesen wäre ein belebtes Objekt, ja? Ja, genau. Also es wird 100% nicht funktionieren, weil der Zauber dafür falsch ist. Man würde im Blick aufs Wesen nicht auch auf eine Artefaktseele gucken? Stimmt. Aber dann gut. Dann würfel einfach mal und dann kannst du mir vorlesen, was das Blick aufs Wesen eigentlich tut, denn wir haben den Zauber noch nicht benutzt. Doch, haben wir tatsächlich schon mal bei Rastasors Ei. In der schwarzen Pyramide. Stimmt, richtig. Dafür hatte ich ihn ja überhaupt erst gelernt. Korrekt, du hast recht. Ja, ich würfel ihn einfach mal. Ich lasse mir natürlich Zeit, aber ich glaube nicht, dass das was wird, weil ich den nur auf 5 habe. Okay. Mit einer maximalen Erschwernis von 7. Das Buch, der Foliant, ist magisch und während du ihn betrachtest, siehst du, wie er sich vor dir aufschlägt. Du siehst, wie Sulamin darin blättert. Und Sulamin das Buch wieder zuschlägt. Sie steht wieder neben Kanesetiana, zieht ihren Säbel. Nein, Moment, das ist falsch rum. Das ist schon wieder falsch rum. Sie steckt ihren Säbel weg und geht dann zum Buch. Das ist merkwürdig. Das Buch scheint es umzukehren. So, das, was ihr getan habt. Erst stecktet ihr den Säbel weg, dann gingt ihr zum Buch. Aber nun geht ihr vom Buch weg und zieht den Säbel. Das ist ganz ähnlich wie das Gefühl, das ich hatte. Ich hatte das Gefühl, irgendwie neben mir zu stehen. Als würde es sich irgendwie in der Zeit verschieben. Ja. Ihr sagtet Elborum, Kanizitiana, ja? Ja, bei den beiden Brüdern. Es erinnert mich an das Bild. Ich schaue Voltax alarmiert an. Das ist richtig. Kanizitiana, wir müssen dieses Buch leider an uns nehmen. Ja, damit habe ich fast gerechnet, aber darf ich den Spiegel nun weiter gießen oder nicht? Wir würden das gerne erst einmal... Beratet, ja, okay, dann... ihr habt noch ein anderes Problem, Sulamin? Oder hat sich das jetzt gelöst? Wenn ihr sagt, ihr wisst es nicht. Nun, wenn ihr Verschwörung hören wollt, ich kann natürlich einiges über das Schiff erzählen. Fragt doch einfach mal die Alrix, ob sie wissen. Es gibt eine Verschwörung der Alrix auf diesem Schiff oder meinetwegen den Hexer unten in der Küche. Vielleicht weiß der, wo euer Buch ist. Welcher Hexer? Ich will keine Verschwörungstheorien hören. Ich will... Nun, aber mir genau, wird doch was auch für ein Hexer? Mir wird doch auch vorgeworfen, dass ich ein Paktierer bin. Wenn ihr mir sagen könnt, wer meine Schriftstücke gestohlen hat, werde ich euch sehr verbunden. Wenn ihr das nicht könnt, nun, das ist auch nicht eure Aufgabe. Er hält seinen Mund. Der Hexer in der Küche. Ihr fragtet danach. Nun, habt ihr es nicht gemerkt? Ich dachte, ihr wärt... nicht einmal ich bin Magier, ich bin nur ein einfacher Alchemist, aber... Der Mann mit dem Hühnchen, ja? Ja, der Mann mit dem Hühnchen. Ach so. Selbstverständlich. Das Hühnchen ist also sein Vertrautentier. Ja, selbstverständlich ist es ein Vertrautentier. Was sagtet ihr denn? Naja, nichts. Ich habe mich ehrlicherweise nicht mit diesem Mann beschäftigt. Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass dieses Hühnchen überhaupt existiert. Da seht ihr es. So wenig. Da seht ihr es. Ihr seid Offiziere und wisst nicht, was in dem Inneren eures Schiffes vorgeht. Aber weil ihr euch mit mir beschäftigt, dann muss ich ja wohl wieder der Böse sein. Das hat Abel mir gesagt. Ich verlange Genugtuung, auch vom Kapitän. Geht nach draußen und sprecht mit ihm. Nehmt es als Kompliment, Kanizitiana. Immerhin halten wir euch für kompetent genug, so etwas Moment, zu tun. Moment, wartet. Ihr verlangt Genugtuung vom Kapitän. Das bedeutet, ihr wollt ihn zu einem Duell herausfordern.
Ich denke, Genugtuung bedeutet, er möchte, dass der wahre Täter bestraft wird. Ich möchte vor allem eine Entschuldigung. Ja, das müsst ihr mit dem Kapitän besprechen. Nicht mit mir, ich habe ja nichts gesagt. Also kann ich mich auch nicht entschuldigen und es wäre Doppelmoral, wenn ich das für Abelmir übernehmen würde, nicht wahr? Das sollt ihr ja auch gar nicht tun. Seht ihr? Rafim, du kannst bemerken, wie zwei Dukatengardisten auf dich zukommen. Mein Herr. Ja. Wir haben im Unterdeck bei den Alchemielaboren einiges an Trubel. Die anderen Offiziere sind relativ laut. Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, sind die immer laut. Ich wollte eine Meldung machen. Ja, ich schau mir das mal an. Habt ihr schon irgendwas gefunden? Bisher noch nicht, mein Herr. Verzeiht. Dann würde ich mehr suchen. Wir drehen alles um, ja? Keine Ausnahme. Und bringt mir alles, was diese Hunde hier an Bord geschmuggelt haben. Piratenpack. Jawohl. Greifenmund, jetzt hört auf, hier so rumzubrüllen. Ihr macht die Männer schon ganz wund. Rafim, einen Moment, ja? Sagt Jalan, als er gerade die Tür hinter sich zuzieht. Aber mir, seid ihr euch sicher? Ich bin mir sicher. Dies ist ein Mittel, um den Herrn des verbotenen Wissens anzurufen. Egal, was mir dieser Alchemist erzählen will. Und es besteht keine Möglichkeit, dass du dich irrst? Es besteht keine Möglichkeit. Gut, dann werden wir ihn erst einmal langsam... Wie wär's, wenn wir den Hesindige weiter zuziehen? Ja, Nitya? Ja? Wärt ihr so gut, euch die Hände zu waschen? Wir bräuchten eure Expertise in einigen Augenblicken. Ja, Als Geweihte, nicht als Ärztin. Ja, na gut, dann... Aber mir, ich schlage vor, dass Nitya und ich den Mann sorgsam eine Beschauung unterziehen, ob er denn einen Pakt mal trägt. Danach werden wir mehr wissen. Nun, es könnte als Vorbereitung zum Pakt dienen. Das sollte ich im Hinterkopf behalten. Ich möchte zu seiner zugegeben nicht sehr überzeugungskräftigen Verteidigung in den Raum werfen, dass er sich vielleicht einfach nur auf Dinge eingelassen hat, die er nicht versteht. Und das macht ihn weniger schuldig? Es würde ihn nicht weniger schuldig machen, hätte er denn vollzogen. Hat er aber nicht. Nun, die Vorbereitung ist ebenfalls eine in Augen der Kirche Straftat, nicht wahr? Der Vollzug des Paktes ist nur der letzte Schritt, den man tut. Ist es in der Tat. Das müsst ihr mir nicht erzählen. Nichtsdestotrotz weise ich darauf hin, dass wir alle unter einiger Anspannung stehen, was diesen... Nun, ihr habt den Namen hier gehört, angeht. Es könnte sein, dass er in seiner Verzweiflung übergebordet ist. Was ist mit dem Mord? Die dämonische Substanz. Alles weist auf ihn hin. Verzeiht, wenn ich euch darauf hinweisen darf, das reine Eingehen eines Paktes ist laut den Kodizes und den Vademekern nicht verboten. Allerdings wird das von den Kirchen schwer geahndet. Wohl aber wurde eine Person auf diesem Schiff getötet und das ist sehr wohl Strafe und dann wird auch der Pakt mit dem Tode bestraft. Aber erst durch die Ermordung eines anderen Wesens. Wir haben bislang wenige. Den einen Hinweis, den ihr aufgetan habt, der darauf hinweisen könnte, dass Kanasetiana etwas damit zu tun haben könnte. Aber wenn er etwas damit zu tun hat, wo sind dann Zulamins Dinge hin? Da sollten wir deinen Alchemielabor auf den Kopf stellen, von oben bis unten. Nun, dann solltet ihr vielleicht erst die Beweise finden und danach die Anschuldigung machen. Solltet ihr die Tagebücher dort finden oder andere verräterische Dinge, dann wird selbstverständlich die Schuld geklärt werden. Nun, Nitya, ich bringe den Mann gleich mit. Wir werden ihn mit seiner Einwilligung sorgsam nach einem Paktmal absuchen. Währenddessen, Abelmir, ihr seid alchemisch bewandert, nicht wahr? Ich möchte darauf hinweisen, dass sollte es sich bei ihm oder irgendjemand anderem um einen Paktierer dieser Gegendomänen handeln, dann wird er höchstwahrscheinlich nicht so dumm sein, die Tagebücher bei sich zu tragen. Das solltet ihr auch bedenken. Nichtsdestotrotz ist Gründlichkeit einer der wichtigsten Grundsätze bei so etwas. Das auf alle Fälle. Abelmir, wenn ihr es euch zutraut, durchsucht doch sein Alchemielabor, ohne gefährliche Zwischenfälle zu produzieren. Das werde ich, und äußerst gründlich. Vertraut mir. Vielleicht nachdem wir ihn in die Studierstube geführt haben. Es könnte ihn... Es ist mir egal, wo er hingeht. Ich meinte nur, es könnte ihn über Gebühr konsternieren, wenn ihr anfangt, seine Sachen zu durchwühlen, bevor wir ihn dort rausgebracht haben. Sollte mich das sorgen? Es sollte euch für den Fall sorgen, dass er sich als unschuldig herausstellt. Diamantes? Diamantes?
Du stehst immer noch gerade bei Angroschminia in der, bei den Schiffsfrauen und in den Zimmermännern. Und dir wird volle Kanne die Tür in den Rücken geschlagen, sodass du erstmal einen halben Schritt nach vorne taumeln musst, um dich abzufangen. Dann kannst du das bärtige Gesicht von Hasswolf erkennen, wie er dort steht und dich grimmig anstiert. Abenteuer, wo sind die anderen? Da ist er, Hasswolf. In der Kapitänskajüte machst du die Tür nicht zu. Und Alter, dann Maul, verdammt, wo sind die anderen Offiziere? Was weiß ich, Rafim läuft hier irgendwo rum und befehligt die Dukatengardisten. Die sollen hier alles absuchen und... Ja, dann such die anderen, verdammt, wir werden verfolgt. Wie verfolgt? Verfolgt, verdammt. Einer der Schiffe, dieser Sonnenpriester. Ja, und ich will jetzt wissen, was wir tun sollen.